Sende uns ein Zeichen! Oh mein Gott, hört ihr das? Oh. Flexi, geht's dir gut? Was geht ab, Flexi? Endlich zurück. Hier ist die Box, Leute. Wenn ihr wollt, dass wir die Box öffnen, lasst jetzt einen fetten Abo da, 10.000 Daumen nach oben und dann öffnen wir sie, Mann. Hä? Was? Da ist irgendjemand, Leute. Kommt mal mit. Wer ist das, Flexi? Hallo, Mann? Ist das? Oh mein Gott, was wir? Was ist doch das hier, Alter? Oh mein Gott, hallo, Lucky. Was machst du denn hier? Ey, ich hab was richtig Krasses im Internet gesehen. Ihr werdet es mir nicht glauben. Und was? Es ist ein neues Ritual, Freunde. Was? Ein Ritual? Ja, das ist mega krass. Aber ich will das wirklich nicht alleine machen. Deswegen bin ich zu euch gekommen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Verrat uns mal was über das Ritual. Das machen wir erst gleich, wenn wir drin sind. Weil wir müssen das Ritual um 3 Uhr nachts machen. Das heißt, wir müssen noch eine ganze Weile warten. Alles klar, das kriegen wir hin. Okay. Kommt jetzt mit der. Gehen wir direkt mal rein. Let's go. Das wird unglaublich werden, Freunde. Es wird eine klassische 3 Uhr nachts Challenge, aber wir machen noch ein Ding, was alles zerstören wird. Und was machen wir heute? Verrat's uns, Doktor. Ey, es wird so krass werden. Wir machen nämlich kein klassisches 3 Uhr nachts Ritual. Wir machen nämlich ein Ding anders und das haben wir noch nie gemacht. Noch nie? Nee, wirklich noch nie. Und es wird so unglaublich werden. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Verrat's uns unbedingt, Doktor. Okay, seid ihr bereit? Ja. Wir machen das Tischritual. What? Das Tischritual. Ihr werdet jetzt denken, das Tischritual, das klingt ein bisschen langweilig, aber das ist nicht so. Und lasst jetzt nochmal 10.000 Daumen auf dieses Video da, dann werden Flex und ich dafür sorgen, dass wir alle Regeln dieses Rituals brechen werden heute Nacht. Nein, das machen wir auf keinen Fall, Cayman. Das ist an sich schon das krasseste Ritual, was man um 3 Uhr nachts machen kann. Eben, nein, würde ich auch sagen. Das Ding ist, es ist noch nicht 3 Uhr nachts, Freunde. Wir haben es gerade mal wartet. 18 Uhr oder so. Das heißt, wir müssen noch ungefähr 9 Stunden warten. Das schaffen wir, oder? Wir schauen am besten ein paar von euren Videos. Ich habe die letzten nämlich noch nicht gesehen. Falls was? Ihr die auch noch nicht gesehen habt, abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal. Und klickt hier oben rechts drauf, dann findet ihr die neuesten Folgen. Und dann würde ich mal sagen, wir melden uns um 3 Uhr wieder. Let's go! Freunde, jetzt ist es 3 Uhr nachts und wir sitzen hier alle am Tisch. Wir haben hier unseren Dr. Light, wir haben hier den Flexi und ich habe so richtig das Gefühl, dass es heute Abend schief gehen wird. Aber ich habe keine Lust auf bösen Geister oder Dämonen. Ja, keine Sorge, Flexi. Wir haben hier nämlich auch schon vorgesorgt. Wir haben nämlich zum Beispiel schon Weihwasser hier reingeholt. Okay, krass. Das ist irgendwie schwarz dieses Mal. Fragt mich nicht warum. Für was sollen wir sowas brauchen? Falls jemand von uns irgendwie besessen wird oder so, dann spritzen wir den einfach mit dem Weihwasser voll und dann wirkt es irgendwie. Aber das nur im schlimmsten Fall benutzen. Okay. Wir haben hier auch noch ein Telefon. Und das Telefon ist hier. Falls uns die Geister mit uns in Verbindung setzen wollen. Genau, anders geht es nämlich nicht. Dafür haben wir das Telefon richtig flexibel. Ich hoffe, dass wir unser kleines Ritual hier erfolgreich abschließen und nicht verletzt werden, Leute. Deswegen lasst uns mal einen fetten Daumen da. Dr. Light, wir machen es ja nur, weil du das willst. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen es ja irgendwie machen. Wir sind dafür da. Wir sind was wir. Du bist Dr. Light. Wir halten zusammen. Flexi, warum hast du eigentlich Angst vor diesem Ritual? Warum willst du nicht, dass irgendwelche Dämonen kommen? Deswegen machen wir es doch. Ich erklär's euch. Es war so. Ich war mal um 3 Uhr nachts in der Bibliothek. Alleine. Okay. Hab Bücher gewälzt. Gelernt. Wie ihr auch. Und dann, ihr wisst nicht, was passiert ist. Kam 2 Geister und haben Bücherregale umgeschmissen und es hat mich fast getroffen. Deshalb will ich keine bösen Dämonen haben. Okay, oh mein Gott. Ich kann das verstehen, Flexi, Mann. Natürlich, bei so einer Geschichte will ich auch Schiss haben, aber dennoch werden wir es heute durchziehen. Für mich ist es kein Problem. Damals war ich alleine, aber jetzt sind wir zu dritt. Das werden wir schaffen. Ja, jetzt sind wir gemeinsam und stark. Du hast recht und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt unser Ritual an, oder? Ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Okay, soll ich euch erklären, wie es funktioniert? Ja, bitte. Das ist relativ kompliziert. Für dieses Ritual müssen wir nämlich genau 3 Leute sein. Oder wir sind 4 am Ende, man weiß es nicht. Zählt mein Geister als Leute? Aber egal, deswegen haben wir nämlich auch diesen Stuhl hier freigelassen. Da wird nämlich gleich dieser Geist Platz nehmen können oder so. Und wenn er dann hier sitzt, kann er natürlich auch leicht auf das Telefon zugreifen. Okay, Doktor, das hört sich krass an. Also müssen wir genau 3 Leute sein, oder habe ich das richtig verstanden? Genau keine 3 4, Leute. Es müssen 3 sein. Keine 4, 3. Okay. Zum Glück sind wir ja 3 Leute, weil ich bin zum Beispiel Flexi von was wir. Genau, Flexi, du machst es richtig. Wir müssen uns nämlich vor dem Ritual alle nochmal vorstellen. Deswegen mache ich das auch direkt. Ich bin Dr. Light von Dr. Light. Und ich bin Cayman, auch von was wir, Leute. Und wie geht's jetzt weiter, Doktor? Genau, wir müssen genau jetzt anfangen. Wir legen jetzt alle unsere linke Hand hier auf den Tisch. Okay. Okay, gut. Haben wir das gemacht? Haben wir gemacht. Mhm. Okay. Und jetzt müssen wir alle zusammen einen Satz sprechen. Das heißt, ihr sprecht mir gleich direkt nach. Wir sagen zuerst, Geister der Unterwelt, wir beschwören euch, okay? Okay, alles klar. Okay. Ist bereit. Freunde, ihr dürft gerne mitmachen. Also, let's go, Doktor. 1, 2, 3. Geister der Unterwelt, wir beschwören euch! Okay, und das jetzt nur noch 2-mal. Okay. Geister der Unterwelt, wir beschwören euch! Und nochmal 3. Mal. Geister der Unterwelt, wir beschwören euch! Leute, passiert hier was? Hä? Nee, eigentlich bisher noch nichts, oder?
Nee. Ich hab irgendwie mehr erwartet. Es kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert oder so. Das sieht so aus, als würde es nicht funktionieren, Leute. Was meint ihr? Das ist bei Ritualen immer so ein bisschen blöd. Schauen wir mal auf die Uhrzeit. Vielleicht ist es ja noch gar nicht 3 Uhr. Okay, es ist 3.32 Uhr. Also eine Uhrzeit kann es wohl nicht liegen, Doktor. Was? Oh mein Gott, was hier gerade passiert? Was geht hier ab, Alter? Aus dem Nichts! Ich verklebt euer Handy direkt wieder hin. Oh mein Gott. Ihr werdet das Rituals nicht wegnehmen. Das habe ich euch vergessen zu sagen. Okay. Was ist passiert? Es scheint auf jeden Fall zu funktionieren, aber wir müssen jetzt noch eilen. Oh mein Gott, Leute, was ist hier passiert, Mann? Mein Gott, was? Oh mein Gott. Kann doch nicht sein, Doktor, Mann. Hey, Leute, ich hab langsam... Wir müssen die Kerzen direkt wieder anmachen, let's go. Die Hände nicht mehr am Tisch. Die Hände auf den Tisch, die Hände. Was ist ein Feuerzeug hier? Hier ist ein Feuerzeug, mach sie an. Mein Gott, ja, gut, Lucky, danke. Mach du sie an, mach irgendwie oh mein Gott, mach schnell an. Gut, was geht hier ab? Phoenix, und lass die Hände hier. Hier. Okay, gut. Eine Brennstelle. Unsere Hände sind noch alle am Tisch. Lass die Hände, ja, Lucky, genau. Lucky, deine Hände auch auf dem Tisch. Perfekt. Okay, und jetzt nur noch die Kerze. Kannst du die Kerze mal seitlich halten, Flexi? Mein Gott, wir dürfen die Hand nicht vom Tisch nehmen, Leute, Mann. Das ist viel zu heftig. Was geht hier ab? Okay, gut, die brennt wieder. Und was geht denn hier ab? Hä? Hört ihr das? Oh Gott. Das ist irgendwie so ein Knacken oder so. Ist da irgendjemand in der Kerze drin? Setz dich lieber, Doktor, Mann. Eigentlich kann es nicht sein. Ja, ich steche mich wieder hin. Lass die Hände jetzt auf. Wir müssen jetzt aber den zweiten Satz noch sagen, den du da gerade sagen wolltest. Das Ding ist, das, was wir gerade beschwören, muss ja richtig mächtig sein. Ich merke schon, aber den zweiten Satz, ich weiß gar nicht, ob ich das will, Flexi. Nein, Mann, ich will das nicht. Ich will keine Dämonen im Hauptquartier haben. Ja, da hast du recht, Flexi. Aber die Dämonen kriegt man nachher wieder weg. Wir schließen das Portal, was wir nämlich gleich öffnen, direkt wieder. Das war jetzt schon ziemlich eindeutig, dass die Geister hier sind und mit uns reden, aber ich will noch mehr, noch eindeutigere Beweise. Habt ihr Bock drauf? Ja, habe ich auf jeden Fall. Die brauchen uns ein Zeichen senden. Dann lasst uns jetzt zu dritt einfach auf einmal sagen, sende uns ein Zeichen 3-mal. Das okay. Ist gut. Okay, das ist eine gute Idee. 1, 2, 3. Sende uns ein Zeichen! Sende uns ein Zeichen! Sende uns ein Zeichen! Oh mein Gott, hört ihr das? Es klingelt, Doktor. Oh mein Gott, ab, Hand drauf lassen, das vergesse ich selber. Heb ab, rüber, heb ab, Alter. Soll ich wirklich abheben, ja. Freunde? Gib jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Hallo? Hallo, ist da jemand? Was ist das? Ich geh mal näher mit dem Mikrofon hin. Hallo? Hallo? Ich verstehe kein Wort. Da atmet doch jemand, oder? Wow! Was? Was ist das, Leute? Nee, es wird mir zu viel. Hier beendet man das Teil wieder. Schmeiß runter! Schmeiß sie weg, oh mein Gott, Alter! Das war ja Habt ihr das gehört, Leute, Mann? Er hat eindeutig Toilette gesagt. Ja, aber was will er mit einer Toilette? Ein Dämonen? Ich weiß es auch nicht. Leute, Doktor, wir sollten mal nachschauen gehen, oder? Aber wir dürfen unsere Hände doch eigentlich nicht. Wisst ihr was? Ich bleib hier sitzen und ihr zwei schaut nach. Ja, okay. Ich mach so extra beide Hände hin. Alles klar, Doktor, okay, wir gehen. Aber halt das Portal zu, bitte. Halt ich halte zu. Mit beiden Händen. Okay, Doktor, gut. Geh mal vor. Spürst du schon irgendwas? Noch nicht. Geht! Hey, pass auf! Geht. Okay, schnell, kommt mit, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen irgendwie schauen, was hier ist, aber eigentlich ist hier nichts. Komm mal rein. Auf dem Spiegel. Hier sind nur wir. Hallo? Bloody Mary? Nee, eigentlich spielen wir nicht Bloody Mary. Okay. Klo. Seid ihr bereit? Wir öffnen das jetzt direkt mal in 3, 2, nee, eigentlich auch alles normal. Ja, eigentlich. Wow, was? Wow. Bitte. Was geht hier ab? Das Toilettenwasser ist schwarz. Was ist denn gerade? Wow. Schwarzes Toilettenwasser. Uff, das hast du noch nie. Oh mein Gott, lass uns direkt wieder zumachen. Ja, Leute. Oh, was Flexi! Ist Flexi! Flexi, geht's dir gut? Flexi? Oh mein Gott, lass uns direkt wieder eine Hand hinmachen. Okay, jetzt recht. Flexi, geht's dir gut? Flexi, Doktor! Was geht hier ab? Oh mein Gott! Hä? Flexi? Flexi, Mann! Hallo, Flexi! Was geht hier ab? Oh mein Gott, Doktor, schau dir das mal an! Weg, hä? Lass uns das Portal schließen, wir müssen es geschlossen halten, Hand drauf! Hab ich, aber Flexi ist weg und hier ist irgendwas! Oh Gott, eigentlich sollte es anders verlaufen, da sollte einfach nur ein Geist auftauchen, aber jetzt brauchen wir vielleicht das Weihwasser! Du hast recht, aber Mann, was ist das hier? Oh, was war das gerade für ein Geräusch? Bei ihr ist Flexi aus dem Mund gekommen, wisch da nicht mehr drüber. Was ist mit auch passiert? Oh mein Gott, wir brauchen das Weihwasser! Schnell aufmachen! Oh mein Gott, schnell, wir müssen drauf ihn! Okay, let's go! Kamen, bist du wieder normal? Geht's dir wieder gut? Was ist gerade passiert, Doktor, Mann? Bist du wirklich der echte Kamen? Ich bin jetzt Kamen, ja? Von was hier? Fass dieses Wasser auf keinen Fall an, das ist irgendwie verflucht oder so. Du hast es gerade angefasst. Ich hab's gerade angefasst, Mann. Du hast recht. Fuck,
Aber wo ist Flexi, Mann? Flexi! Ich weiß nicht, aber wir hätten noch genug Weihwasser, um ihn wieder gut zu machen. Mal hier durch. Gib mal die Kamera. Flexi? Ich geh nicht hoch, Doktor. Bist du sicher, dass wir hochgehen sollen, Leute? Das ist nicht, aber es wäre vielleicht gefährlich. Okay, müssen wir auf jeden Fall mal nachschauen. Let's go. Was ist das? Geht ab. Wir können da eigentlich nicht unbewacht. Flexi, das muss Flexi im Bad sein, oder? Wasser. Geh mal hoch, komm. Wir müssen uns jetzt auf dieses Weihwasser verlassen. Ist da jemand? Was ist angegangen? Schnell hoch, schnell hoch! Flexi! Flexi! Oh mein Gott! Der Wasserhahn! Was geht hier? Ist der Wasserhahn eingegangen? Ich hab keine Ahnung. Das Wasser ist eiskalt, Freunde. Oh mein Gott. Ich hab langsam Schiff, Leute. Ich hab 83 durch. Ich geh nur so auf den Sack langsam. Hallo? Jawohl. Ist der drin? Hier auf einmal das Flexi! Hier ist schon wieder der Wasserhahn eingegangen. Oh mein Gott. Das ist diesmal richtig warm. Mach mal die Tür zu. Wir müssen hier irgendwo sicher drin sein. Okay, Tim, Licht an. Oh mein Gott. Was geht hier gerade ab, Doktor? Ich hab richtig Schiss gerade. Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwer macht hier die ganze Zeit die Wasserhähne an. Es muss Flexi. Oh mein Gott! Hallo? Mach auf, mach auf, mach auf! Nee, wir können da jetzt nicht rausgehen. Lass uns jetzt mal ganz leise da dran hören, okay? Hallo? Ich mach auf, Doktor, okay? Ich drück die Türklinke runter. Okay, mach ganz leise. 3, 2, 1. Verschwendet unser Weihwasser, Flexi, Mann. Das kommt jetzt aufgebraucht. Was machen wir jetzt? Da ist kein Tropfen. Oh mein Gott, schau mal, er war hier. Wir haben es uns nicht eingebildet. Ja, wirklich, diese grüne Flüssigkeit. Mach die weg, mach die weg. Oh mein Gott. Das war das letzte Weihwasser, Mann. Was machen wir jetzt? Eine Idee, warte mal. Und zwar? Wir könnten wieder zurück zum Tisch gehen und das Portal zumachen. Vielleicht geht der Geist dann wieder zurück. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir das Portal schließen. Schnell. Oh mein Gott, warte. Wir müssen schnell sein, los. Okay, hier ist noch alles unverändert. Gut. Okay. Setz sie uns, Doktor. Wir müssen das Portal schließen. Linke Hand auf den Tisch. Okay. Was müssen wir sagen, um das Portal zu schließen? Das ist so ein komischer lateinischer Satz. Warte, ich hol den kurz raus. Okay, Vino Veri Schlesium. Alles klar, Leute. Ihr habt es gehört. Dreimal Vino Veri Schlesium. Wir müssen das Portal schließen. Bist du bereit? Gut, machen wir es. Vino Veri Schlesium. Vino Veri Schlesium. Vino Veri Schlesium. Flexi, du bist ja wieder da. Hä, was meinst du, Cayman? Können wir endlich anfangen? Mit dem Ritual? Wir sind mit der Vorbereitung durch, jetzt können wir direkt anfangen, oder? Leute, Mann, Leute, Leute. Hey, Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Wartet mal kurz. Hey, Leute, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ihr habt's doch gesehen. Flexi war weg. Befinden wir uns vielleicht in der Zeitschleife? Was geht hier ab? Wir wollen das Ritual durchführen. Mach doch das Ritual mit uns, bitte. Ritual! Was geht hier ab? Ritual! Oh mein Gott, selbst hoch geht durch! Hemmel! Hemmel! Ritual!